Hallo und willkommen zurück zu Bear and Breakfast. So, wir haben einiges zu tun und was das ist, finden wir gleich raus. Okay, wir müssen zum Schwarzmoos, in Schwarzmoos über die A24. Dann gehen wir doch mal auf die Autobahn, zur Autobahn und dann ab nach Schwarzmoos. So, okay, hier ist noch ein anderer Hai, der schön sonnig aussieht, strandmäßig. Höret, ihr lieben Leute, ihr seid alle zur Jahresfeier eingeladen. Finn? Tretet den fröhlichen Feierlichkeiten bei und zelebriert die Dinge, die das Leben lebenswert machen. Unsere Sonderangebote und exklusiven Rabatte. Du bist nicht Finn. Natürlich bin ich das. Ich bin Terry Finn. Denn ich wache jeden Tag auf und fühle mich einfach Terry fein. Du bist auf ganz eigene Art nervig. Heißt du jetzt Terry oder Finn? Zwei Vornamen zu haben, ist ein ungeheuerlicher Marketing-Fauxpas, der bei Kunden nur zu Verwirrung führt. Elternberatungsmaterial sollte Informationen zur Markenbildung enthalten. Das sag ich immer. Mein Name wurde praktischerweise von einem Ausschuss voller Marketing-Spezialisten ausgewählt, basierend auf aktuellen kulturellen Trends und möglichen Wortspielen. Wie von der Natur gewollt. Porn Voyage möchte diesem sehr traurigen und doch lukrativen vergangenen Jahr gedenken. Mit einer festlichen Winterstimmung. In käuflicher Form. Lageraktualisierung, Sonderladen, hervorragend. Nun, ich habe eine Schwäche für kleine festliche Versionen von alltäglichen Sachen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Oh, ein Haufen Steine. Man könnte auch sagen, ein Steinhaufen, obwohl es sind Ziegelsteine. Ah, selbst dann kann man es noch sagen. Eine Schubkarre. Keine gute mehr. Oder ein Motorrad, das da gecrashed ist. Das kann natürlich auch sein. Ab nach Schwarzmoos. Und hoffentlich hat der Alligator damit nichts zu tun. So. Wegpunkt ist gesetzt. Oh, er hat was damit zu tun. Das sehe ich ihm ja jetzt schon an. So. Dann hoffentlich hat er eine gute Ausrede oder ein Alibi. Hallo? Oh nein, nicht das schon wieder. Ich schwöre auf meinen Schwanz. Das mache ich auch immer. Was ist diesmal passiert? Hast du ein Abflussrohr gefasst? Ich kann heute echt nicht lesen. Was ist diesmal passiert? Hast du in ein Abflussrohr gefasst? Schlechte Pilze? Hast du ein Geräusch in den Bäumen gehört? Oh, nein, ich habe nur nach... Denn ich sage dir das nur ungern. Alle Bäume machen Geräusche. Das ist so ziemlich alles, was sie können. Und sie tun es ganz sicher nicht für dich. Die Störung tut mir leid, Ma'am. Ich suche nach einem Freund. Einem Freund? Hier, die Happy Hour ist wohl auch nicht mehr das, was sie mal war. Was? Er ist ziemlich klein und ich glaube, er hat sich verlaufen. Ich mache mir Sorgen, dass ihm etwas passiert ist. Klein? Von wie klein sprechen wir? Weil kleine Dinge hier in der Gegend nicht viel Zeit haben. Abgesehen von Schalentieren. Ach du je, nein, er ist eine Ratte. Sein Name ist Wade. Oh, verflixt, jemand kommt wirklich nach diesem Ding suchen? Du solltest mir Miete zahlen. Ja, ich weiß, wo dein Wade ist. Leider. Komm rein. Rein? Ach, spiel jetzt bloß nicht den Helden. Du bist eh viel zu groß für meinen Kessel. Ich hoff's. Wo ist denn Wade? Da ist er doch. Na bitte. Und dann, genau in dem Moment, bevor der Reifen es getroffen hätte, zieht der Boss seinen Stock hoch und schlägt das Teil aus dem Weg. Oh Junge, und was ist dann passiert? Wir haben uns das Teil geschnappt und sind abgezischt. Wow, und wie war das, das Ding? Oh, du meinst das schnucklige kleine Artefakt, das meine Wenigkeit in weniger als einer Stunde rausgeschmuggelt hat? Nur der mit Abstand rostigste Katalysator, den du je gesehen hast. Wow. Gestunken hat er auch. Ziemlich dolle. Wir glauben, dass eine Kakerlake darin gewohnt hat, bevor wir ihn gefunden haben. Boah. Twig, was habe ich über den Umgang mit dem Kriminellen gesagt? Krimineller? Wo?
Jawohl, Ma'am. Tut mir leid, Ma'am. Außerdem haben wir einen Gast. Einen sehr außergewöhnlichen noch dazu. Wade, bist du Wade? Hallo? Ich meine, nein, bin ich nicht. Oh doch, das ist er. Ein fauliger, nerviger Quälgeist, der seinen Schwanz nicht aus andere Leute Gesicht angelegen lassen kann. Kam mir gleich so komisch vor, der Satz. Ich war schon dabei, ihn zum Einlegen vorzubereiten, wenn du es wirklich wissen willst. Seine winzigen Knochen würden sich ganz wunderbar als Federhalter machen. Warst du gar nicht. Du hast gerade noch gesagt, dass du keine Ahnung hast, wie du ihn loswerden sollst. Ruhig, Kind. Wer will das wissen? Ich bin auf der Mission, dich wieder zurück zur Deponie zu bringen. Dein Boss ist krank vor Sorge. Du hast mit Mr. A gesprochen? Nun, er etwas beschäftigt. Ich kann nicht glauben, dass er jemanden zu mir geschickt hat. Ja, er hat mir aufgetragen, dich zurückzuholen. Dann darf ich die Deponie verwenden, damit ich mehr Menschen ins Tal bringen kann. Er lässt Außenseiter nie die Deponie benutzen. Du musst wirklich was Besonderes sein, Mister. Nun, werden wir mal nicht voreilig, Mister Besonders. So schnell wird diese Ratte hier nicht wegkommen. Sie hat doch gerade gesagt, du willst ihn loswerden. Natürlich will ich das, aber jetzt willst du ihn mitnehmen. Also bietet sich mir eine wertvolle Gelegenheit. Mir sind die Kohlelinien für meinen Gurkensaft ausgegangen. Oh, ich habe einen ganzen Arsch voll davon. Man kann sie nur in Schwarzmoos finden, nirgendwo sonst. Oder vielleicht hat das Spatzenhirn an der A24 welche im Angebot. Er bringt sie sowieso her. Lageraktualisierung, ja, hervorragend. Bring mir ein paar von ihnen und ich sehe mal, wie dein neu gefundener Freund aus seinem Gefängnis freikommt. Ja, ich hab doch schon alles, alles parat. Hast du, worum ich dich gebeten habe? Naja, ein Dutzend Lilien, wie du gesagt hast. Eine, zwei, ja, es sieht richtig aus. Gut, das war hoffentlich deine Zeit wert. Ja, das will ich auch hoffen. Denn beim nächsten Mal nimmst du ihn in einem Einmachglas mit und bezahlst das Doppelte. Danke, dass du uns geholfen hast, Mister. Miss Charlotte kann sich nicht mehr so nach den Lilien bücken wie früher. Ruhig, Kind! Charlotte, die Halbschwanz-Alligator-Dame, machte auf Hank den Eindruck, dass sie anderen gut Angst einjagen könnte. Allerdings gelang ihr das nicht immer. Twicky, ihr Kaulquappenkumpel, ist wohl der beste Beweis dafür. Durch seine bloße, winzige Existenz wusste Hank, dass er nicht befürchten musste, dass Charlotte ihn wirklich in ihren großen, brodelnden Kessel werfen würde. Zumindest hoffte er das. In Ordnung, Winzling. Ja, Ma'am? Verschwinde. Jawohl, Ma'am. Ah, sehr gut, dann können wir die Deponie verwenden. Jö. Und haben wir da noch jemand? Das sieht aus wie so eine Mohrrübe. Kann die auch sprechen? Nein. Na gut, irgendwas, was ich hier mitgehen lassen kann, wird die olle Zippe bestimmt nicht vermissen. Nein, wir wollen ja nicht verflucht werden. So, da hinten gibt es noch eine Couch. Die können wir auf jeden Fall gleich mal auseinandernehmen. Die Bettwanzen bleiben hier im in Schwarzmoos und den Rest nehmen wir mit. Das hört sich doch fair an. Zumindest für mich. Hat sich der Busch gerade bewegt? Was ist denn da los? Egal. Erstmal das. Ja, natürlich. Bretter braucht man. Einige. Oh, das sieht aus wie eine riesige Kröte. Da ist überall Moos. Ja, nur auf der Unterseite. Also ich erkenne da so eine sitzende Kröte. Hier ist ein Auge, da ist ein Auge, da ist Nasenlöcher. Der Rest ist fette Kröte. So, nehme ich doch alles auch gern mit. Und dann liegt hier noch was? Nö. Na gut. Dann müssen wir zurück zu Anton und ihm erzählen, was passiert ist. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Die Dame hat alle Lilien von mir gemopst. Die müssen wir natürlich wieder pflücken. Ja. Gut, das sollte erstmal reichen. Weiter geht's. Na komm. Tappel mal ein bisschen schneller. Hast doch vier brauchbare Tatzen.
Jö. Nehme ich alles mit? Nehme ich alles mit? Ist ja wunderbar. Wenn du nichts Nettes zu sagen hast, dann wird dir auch nichts Kluges einfallen. Das ist mein Lebensmotto. Okay, hier oben. Und du wirst nicht einen Fuß aus dieser stinkenden Müllhalde herausbekommen. Du wirst nicht einen Fuß aus dieser Müllhalde herausbekommen. Jawohl, Ma'am. Für einen Monat. Jawohl, Ma'am. Die erste Regel der Abfallogie ist, dass die guten Sachen immer oben liegen. Also grab schön tief. Claire ist ganz offensichtlich die rechte Hand bei dieser Unternehmung. Ihre Fähigkeit dafür, die besten Sachen zu finden, wird nur noch von ihrer Loyalität gegenüber der alten Ratte übertroffen. Anton, der Boss, scheint ein echt harter Knochen zu sein. Ah, das muss man in diesem Geschäft wohl auch sein. Wade würde in diesem Geschäft wohl eher die linke Hand sein, geringer Nutzen und muss ständig beaufsichtigt werden. Zumindest laut Anton. Was für ein merkwürdiger Haufen. Ja, und ich sage immer, dass ich genug von ihm habe. Dann denke ich an die Vorteile, die es bringt, ein paar Extrapfoten zu haben. Zum Beispiel, um sie auf eine wilde Fuchsjagd zu schicken. Ganz genau. Gern geschehen. Bild dir nicht zu viel drauf ein. Du hast getan, was man dir aufgetragen hat. Doch ich schätze, dieser Handel hat auch eine andere Seite. Und wir halten immer unser Wort. Genau wie die Lannister. Ich hoffe aber, ihr seid nicht verwandt. So. Oh, die Pforten haben sich uns geöffnet. Das freut mich aber. Dann wollen wir mal hier klar Schiff machen. Oh, der hat eine neue Quest für uns. Aber erst nachdem wir hier eingesammelt haben, was nicht nied- und nagelfest ist. Habe ich das schon untersucht. Hier könnte man gut eine Leiche verstecken. Ja, das ist für später vielleicht relevant. Das weiß ich immer noch nicht, wie das geht. Na gut. Du nichtsnutzige, untreue, kleine Ratte. Das Tor ist offen. Was willst du? Nichts. Ich wollte gerade... Weißt du was? In kriminellen Organisationen mit strenger Hierarchie gibt es einfach keinen Respekt mehr. Zu was sind Stiefellecker gut, wenn die Leidenschaft für Stiefel fehlt? Oder fürs Lecken? Ich habe Leidenschaft fürs Lecken. Vielleicht ist der Geschmack nicht so toll? Vielleicht ist der Geschmack nicht so toll. Soll ich aus dir Stiefel machen und sehen, wie du schmeckst? Hm? Wie ein Bär? Du solltest wirklich aufhören, meine Geduld auf die Probe zu stellen und zur Deponie gehen. Vielleicht findest du dort die Tassen, die dir offensichtlich fehlen. Woher weißt du, dass mir Tassen fehlen? Claire, gib diesem Spatzenhirn die Information zum Abfallzerkleinerer. Mit etwas Glück fällt er ja selbst hinein. Das ist ziemlich gemein. Was willst du, Spatzenhirn? Anton hat Tassen erwähnt. Anton hat Tassen erwähnt? Wer hat dir erlaubt, den Vornamen von Boss zu benutzen? Nenn ihn Boss. Oh, Verzeihung. Boss hat Tassen erwähnt. Das hat er, ja. Hör mal, du musst bei der Deponie vorsichtig sein. Das ist kein Spielplatz. Besonders beim Abfallzerkleinerer. Der zerkleinert den Schrank samt Tassen. Wie soll ich denn Tee trinken? Da weiß er auch keine Antwort. Hör zu, du kannst Möbel, die du selbst gebaut hast, in den Zerkleinerer werfen. Sie werden dabei zerstört, aber du kriegst einige Materialien zurück. Die Hälfte, mehr oder weniger. Ich nehme mehr. Pass aber auf deine Hände auf, sonst verlierst du sie. Und wir können abgerissene Gliedmaßen nicht mehr einfach herumliegen lassen. Sonst wird der Boss wütend. Meine Hände? Mit dir rede ich nicht mehr. Ach, ganz schön unfreundlich seid ihr. Na gut, dann können wir aber endlich die Recyclingmaschine verwenden und schaut mal, wie viel Wertsachen da unten rumliegen. Alles für mich und den Apfel nehme ich natürlich auch. So, da wird sich das... Der Waschbär aber freuen. Haben wir noch irgendwas? Hier leuchtet ja alles. Einkaufswagen nehme ich mit. Oh, da war mir ein unbekanntes Material drin. Hier, Gummiplatte. Wofür braucht man denn Gummiplatten? Sind manche Menschen undicht und brauchen eine Gummiunterlage? Das habe ich schon mal irgendwo gehört. So, nehme ich mal alles mit.
wieder im Spotlight hier oben. So, alles looten. Ich denke mal, das respawnt mit der Zeit. Wäre jetzt mein bester Guess. So. Macht das Holz ja auch ab und zu. Ich glaube, das war's jetzt hier schon mal. Ne, da unten gibt's ja noch eine Menge. Wie groß ist denn der Schrotthaufen hier? Jetzt definitiv kleiner. Nehme ich gerne alles mit. Nehme ich gerne alles mit. Und das auch noch. Und dann hurtig zum Bus, bevor die Nacht noch schlimmer wird. Obwohl, ich könnte ja auch hier schlafen. Nee. Wir schlafen bei unserem schönen Bear and Breakfast Hotel. Bushaltestelle war eher unten, glaube ich. Ja. Oh, da liegt ja noch was. Wunderschön. Ja, her damit. Ich bin so gierig, wenn es um Loot geht. So, Holzkreuzung. Reisen. Ah, die Rothaarige findet hier aber auch keinen Schlaf. Vielleicht, weil sie sich so viel von Bären erschrecken hat lassen. Gut, hier können wir doch perfekt schlafen unter der hellen Lampe. So. Oh, da ist sie zufrieden. Wie viel Geld haben wir denn? Sehe ich das irgendwo? Ich bin ein Bär. Macht immer noch Spaß. Hey, die lässt Abfall einfach hier zurück. Habe ich nicht gewusst. So, hat sich was an unserer Finanzlage eigentlich jetzt wirklich verändert? Das Motel, die A24, haben wir noch nicht. Details. Oh, 5 Sterne. Wunderbar. Ansehenstufe 14 von 15. Braucht man vielleicht noch ein Deko-Objekt? Gesamtkosten pro Tag 0. Okay, und wie viel? Letzte Bewertung 2. Perfekte Bewertung 2. Gästeanfragen 8. Wie viel Geld gebt ihr mir? Ich verdiene ja noch gar nichts. So, wir stellen jetzt erstmal noch ein Deko-Objekt auf. Können wir uns bestimmt leisten. So. Hey, was machst du denn hier? Ach, du hast eine schöne Animation. Dann wollen wir mal sehr rustikaler Kaffeetisch. Retro-Jukebox. Ja, die lohnt sich aber auf jeden Fall. Und wir haben 328 Münzen. Das lohnt sich ja auch. Damit können wir auf jeden Fall ein zweites Schlafzimmer machen. Eins, das hässlich ist und eins, das jetzt ganz schön wird. So. Dann muss ich hier rein und in das Inventar. Und dann stellen wir das noch. Ja, ich weiß, furchtbarer Raum, aber der wird so gut sein. Und wir haben die Quest vom Hai jetzt erfüllt. Grundstücksansehen ist der Grundbeweis für ein angesehenes Grundstück. Jetzt sieht es etwas besser aus, denke ich. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Wert deines neuen Grundstücks um 0,25% erhöht. Das ist 278% mehr als unsere Gäste auf ihrer durchschnittlichen Reise erhalten. Angesehenere Grundstücke erzielen bessere Ergebnisse. Also mach weiter so. Das klingt doch erstmal gut. Da haben wir uns richtig zusammengerissen und was mit unseren eigenen Händen kreiert. Ist eigentlich jemand auf dem Pott? Nö, gut. Müssen wir vielleicht auch irgendwann erweitern. Dann würde ich mal sagen, machen wir ein zweites Zimmer. Das stellen wir kurz mal irgendwie so hin. Hier unten. Und dann ziehen wir ein zweites Zimmer ein. Raumplanung, Komfort, Schlafzimmer. Das andere war auch 4x4, das passt. Tür machen wir diesmal am anderen Ende. Auch anliegend, die Tür muss hier irgendwie zusammenpassen. Fenster zum Nachbarzimmer machen wir wohl besser keins. Ein Bett braucht man. Das setzen wir auf jeden Fall noch rein, muss ich aber erst herstellen. Schäbiges Lattenbett. Genau das, was ich gesucht habe. So, das haben wir jetzt. Inventar. So, wie machen wir das? Schlafen die Kopf an Kopf? Ich glaube schon. So, Deko-Objekte haben wir, glaube ich, keine mehr. Ich habe noch eine Kappe. Weiß aber nicht, wie ich die gerade aufsetze. Na gut. Verlassen.
Kann ich hier irgendwie in mein Inventar mit I? Ja, das sieht gut aus. Kann ich nicht einfach auf den Bär ziehen? Kleidungsgegenstände. Bisschen zu groß für mich. Ah, mit Rechtsklick. Na, also, ich hab ja mal Stil. So, dann können wir hier die Rezeption am besten noch verschieben. Ich habe das Gefühl, wir hätten noch mehr rausholen können. Einen Schiebenraum kriegt man noch. Egal, man lernt ja dazu. So, Rezeptionstisch hier irgendwie in der Mitte. Was ist die Mitte? Nicht ganz die Mitte. Na, egal. So, dann wollen wir mal zwei Gäste holen. So, Schlafzimmer 1, Schlafzimmer 2, Details, nee, Gästeanfragen. So, du brauchst 4 Komfort und 5 Dekoration, nee, du brauchst 2 Komfort und 5 Dekoration, das nehmen wir doch gerne. Du kommst ins Schlafzimmer, das da. Sehr gut, und ihr bleibt alle nur 1 oder 2 Tage. Hier, Dekoration 5, Komfort 5. Haben wir da noch eins? Nee, der braucht Dekoration 5. Wir haben Dekoration 2. Hier, Angela Keller. Die wird sich da bestimmt wie zu Hause fühlen. Hoffe ich zumindest. Okay, die werden morgen eintreffen. Das ist aber schlecht. Dann lief das Hotel, das Bear and Breakfast, jetzt einen Tag leer. Das ist gar nicht so gut. So, der Hai will noch was von uns. So, was will er denn von uns? Herzlichen Glückwunsch. Scheinbar geht es wunderbar voran mit deinem ersten Grundstück. Jetzt, da du dir die äquivalenten Tipps eines Tür-zu-Tür-Türenverkäufers verdienst, wird dir eine Gelegenheit geboten, um die angesehene Ahnentafel von Pont Voyage zu erhalten. Musst du das Grundstück in diesem Gebiet auf unsere Standards bringen. Ich muss alles runterwirtschaften? Nee, rechts steht, schließe einen Aufenthalt für einen Gast in der Bruchbude ab. Hab ich doch. So, aber als erstes frage ich mich, ich würde es gerne noch ein bisschen umdekorieren. Hier ist ein Raum. Kann ich anklicken? Kann ich löschen? Ja, rauswerfen. Ja, klingt gut. Her damit. Und löschen. Ja, rauswerfen. Ja, auf jeden Fall. Willkommensmatte. Erstmal hier. Rezeptionstisch. Muss der unbedingt drin sein? Ich will erstmal meine Idee überprüfen. Weil wenn wir jetzt 4 Schlafzimmer machen, könnten wir das ja perfekt. Also 3x3. Wie viel haben wir nach unten? Sind das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann können wir ein Ding als Gang haben. Ja, dann machen wir 4x3. Na, müssen wir mal schauen. So. Wäre das nicht ein okayes Schlafzimmer? Und dann wie viel haben wir hier? Also das sind jetzt 5. Dann haben wir... Schwer so rumzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5 auch. Wenn ich mich nicht irre. Meine Idee ist jetzt eher, dass wir hier einen hin machen und da unten dann einen hin. So, macht man die Tür mal hier am Anfang. Obwohl, nee, doch lieber am Ende. Ich habe zwar gern ein bisschen Abstand da, dann können wir da noch irgendwas hinstellen im Eck. Ah, das ist auch kein gut genutzter Platz, würde ich sagen. Wir machen es mal so mit dem einen Nupsi da unten. So eine Willkommensmatte. Stellen wir kurz mal da hin. Das rotieren wir an die Wand. Können wir jetzt... Okay, wir könnten es abschicken, aber die Tür will ich ja nicht nach innen machen. Außen wäre doch auch was, dann sind die Gäste nicht so voneinander abhängig. So, ja, vielleicht doch 2 oder kein. Ich bin echt mit dem Abstand am... Wir machen keinen Abstand. Was willst. So, 150 kostet das. Wir haben 488. Das sieht doch gut aus. Dann machen wir nochmal einen Raum, Schlafzimmer. Und das gleiche in grün. Das ist auch jetzt... Ja, wir könnten einen auch größer machen. Was... So, Flur ist ja eigentlich nur verschwendetes... Was seien die Wollen auf den Flur? Ah, jetzt hängt mir das Fenster im Weg. Das kann ich nicht leiden. Das müssen wir kurz umplatzieren.
Das passt doch hier. Mit zwei Abstand. Irgendwie hängt es dazwischen. So, dann braucht man eine Tür. Das ist klar. Tür? Hallo? Drück doch auf Tür. Sieh wieder. Ah, ich musste was. Ich will doch nur hier reindrücken. Lieber doch nicht. Teil hinzufügen. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann breche ich das mal ab. Das Fenster ist doch jetzt woanders. Hoffe ich doch mindestens. Schlafzimmer. Ja, das sieht gut aus. Nee, so groß wollte ich es nicht. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Jetzt sind sie ungefähr gleich groß. Diesmal ist kein Fenster da. Ja, dieser Gang. Das sieht dann schon irgendwann gruselig aus, wenn man nur so einen Gang hat. Wäre was anderes. Ich kann die Karte ja nicht rotieren. Ich verwerfe das nochmal. Wir haben halt jetzt einen kleineren Raum und einen größeren Raum, würde ich sagen. Mehrere Stockwerke wären auch nice, aber da können wir uns später drum kümmern. Also, das hier wird der Luxusraum. Das andere ist der weniger luxuriöse Raum. Und dann können wir praktisch noch ein drittes machen. So, Empfangstisch ist mir eigentlich Wumpe, wo der steht, wie es so schön heißt. Den können wir vielleicht hier hin machen, obwohl noch ein Luxusraum wäre doch viel besser. Dann können wir das hier irgendwie mal nach oben. Ah, das geht nicht symmetrisch auf. Das geht nicht symmetrisch auf, aber da passt es genau irgendwie hin. Und sieht scheiße aus. Na gut. Wir stellen halt noch einen Blumenpott daneben. Irgendwas muss hier sein. So. Steht da so überhaupt richtig rum? Vielleicht nicht, aber das ist mir egal. So, Tür, Eingangstür. Die machen wir hier hin. Dann sieht es aber auch wieder furchtbar aus. Ach, was, gönnen wir die mal im Fenster hier. Und dann kann ich noch ein Fenster machen. Schlafzimmer. Ach so, ich muss das erstmal bestätigen. Gut, dann hätte ich gern, dass die Willkommensmatte woanders liegt. Vielleicht hier. Nee, lieber vor dem Ding. So, das macht vielleicht mehr Sinn. Ich hätte sie natürlich vor eine Ding vor die Außentür gepackt, aber das geht im Moment nicht. Und hier können wir auch noch ein großes Schlafzimmer machen, würde ich sagen. Und jetzt ist es mit den Türen. Macht das Sinn? Schauen wir uns das mal an. Ich würde sagen, das ist in Ordnung. So, dann würde ich die Tür aber der Symmetrie halber. Ach, das ist ja alles. Alles verwurmt ist das. Nee, wird schon passen. So, dann kommt der hier. Weiß echt nicht, wie wir das gescheit machen jetzt. Können ihn natürlich dahin machen, aber da sah ja scheiße aus. So, irgendwie kostet zum Glück nichts, das umzusetzen. So, vielleicht so. Eine Willkommensmatte hier hin. Was haben wir dann? Eine Jukebox. Wer will denn eine Jukebox eigentlich in seinem Zimmer haben? Niemand. Hier, ein schönes Bärenbild. Das kommt hier an die Wand. So, ich würde sagen, das passt dann erstmal. Kosten 200... Nein, das können wir uns nicht leisten. Kostet es doch was, das zu versetzen? Nee. Nein, wie stand das jetzt? So ungefähr. Okay, interessant. So, Bettenhammer 2. Würde ich sagen... nicht an die Außenwand. Eins kommt hier hin. Eins kommt hier hin. Sollen ja jetzt auch nicht unbedingt aufeinander schlafen. Alte Schublade bekommt dieser Kollege. Dann kleine Öllampe kommt hier rein. Ach, das sieht schon richtig gut aus. Oh nee, ich wollte es hier auf den Tisch stellen. Geht aber noch nicht. Müssen wir nachher mal schauen, wo wir die hinstellen können. So, ein Spiegel. Vielleicht nicht so, dass man sich im Bett sieht, aber kurz vorm nach draußen gehen. Eine Blumenvase können wir hier schön auf den Spot stellen. Kleiner Nachttisch bekommt der hier. Teppich hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, das Luxuszimmer kriegt die Jukebox. Das Fenster versetzt man ein bisschen. Nee, man sollte nicht so aus Bett sehen. Machen wir es mal so.
Schauen wir es uns an. Oh, ich würde sagen, das geht vollkommen in Ordnung. Und das kann ich, wie gesagt, nicht erstellen, weil die Moneten fehlen. Absolut. Muss ich leider erstmal abreißen. Aber wir merken uns das mal. So, Herstellung. Was kann ich denn Herstellung? Noch ein Bett hoffentlich. Ja. Ich glaube, das hat funktioniert. Achso, das kann ich ja dementsprechend gerade nicht platzieren. Oh, die anderen wurden nicht akzeptiert. Vielleicht, weil ich das mit dem einen Raum zusammen geplant habe. Das wäre ein bisschen doof, aber da kann ich mich ja natürlich dran halten, wenn das so ist. Ne, die Tür ist ja auch noch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut. Deswegen war ich so irritiert. Ich dachte schon. Okay, dann schnell mal die Objekte wieder hinstellen. So, der bekommt diese alte Kommode. Hier tun wir den Teppich hin. Spiegel. Das kostet ja alles nichts. Bärenpuster. Schäbiges Bett können wir gerade nicht platzieren. Blumenvase kommt wieder darauf. Nachttisch kriegt der Kollege hier. Kann man da noch irgendwas draufstellen? Nö. Aber er wollte ja seine Jukebox. Die wir vielleicht so rumstellen. Und Fenster. Bin mir nicht sicher. So. So hat man das. So passt das. Ich hätte gern noch ein Fenster. Kostet das was? Wisst man nicht, findet man raus. So, da ist ein Fenster hinter der Kommode. Hier, das fände ich, obwohl das ist nicht auf einer Linie mit dem. Ich weiß, meine Art fängt so langsam an zu nerven, was das angeht, aber wir können doch keinen Spiegel einfach da vorstellen. Das sieht ja dämlich aus. So, kommt der Spiegel erstmal dahin. Kann er sich vorm Rausgehen das trotzdem ansehen. Dann braucht man noch ein Fenster. Das macht man vielleicht hier hin. Muss hier nicht alles gleich aussehen. Und der Kollege da unten kriegt vielleicht zwei Fenster. Ich weiß nicht, wie es mit den Fenstern ist. Da kommt auf jeden Fall die andere Tür hin. Ich habe doch auf Tür gedrückt. Tür. So, dann, dass wir nichts verpeilen. So, dann würde ich sagen, ein Abstand da und ein Abstand da. Irgendwie. Sieht das so gut aus? Sieht fast gut aus, hätte ich gesagt. Vielleicht macht man das noch ein Ding weiter rein. Sieht besser aus, oder? Wir können natürlich das auch hier mal so von außen probieren. Unabhängig davon, was drin steht, können wir das ja platzieren. Aber mehr als ein Fenster braucht man nicht so, dass der noch ins Nachbarzimmer pieken kann. Ich glaube, da wäre zumindest einer sehr unzufrieden. Obwohl, die können sich ja gegenseitig sehen. Ich würde trotzdem sagen, das lass mal auf dieser Ebene. Ja, passt. Sieht schon nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Der hat halt zwei Fenster, warum auch immer. Ist was Besonderes. Gut, weiter im Text. Wir müssen jetzt wieder Leute anheuern. Beziehungsweise ich muss erstmal sehen, was für eine Komfortstufe wir jetzt haben. Das sehen wir ja hier auch. Einmal 10, einmal 8. Und Komfort ist beides mal 5. Und Dekoration ist 8 und 10. Wunderbar. Dann Gästeanfragen 6. Dann hier, der hat 5 und 5. Cory Sylvester. Dem weist man doch mal den schlechteren Raum zu. Und keiner will mehr Dekor. Ich hätte keine rauswerfen sollen. Ach, hier sehe ich, wie sie mich bezahlen. Ist das nicht schön? Dann braucht hier jemand 4 Dekoration und 3 Komfort. Okay. Die kriegt das schöne Zimmer. Hat das jetzt automatisch geklappt? Ich denke mal. So, die sollten am nächsten Morgen auftauchen. Ansonsten schauen wir mal. Vielleicht können wir noch ein bisschen Deko kaufen. Oder ein bisschen was sammeln. Gar nicht gesehen, dass da noch ein Sessel ist. Nehme ich natürlich gern mit. Was wird hier so verkauft? Sonderladen. Roter Klappenhut. Der ist aber teuer. Und so schön weihnachtlich. Haben doch noch gar nicht Weihnachten. Winterkamin. Hier haben wir Winterschublade. Okay, das ist alles Winterzeug. Fast alles. Braucht man gerade nicht. Braucht man im Winter. Ach, den Stein nehme ich noch mit. Ach, kann ich gar nicht. Na gut. Ich dachte, der wäre zum Looten.
Dann schauen wir mal, was der schöne Loot beim Waschbär ist. Oh, da rennt der schon wieder an seinen Verkaufsstand. Das ist ja praktisch. So, was hast du? Handbemalte Schubladen. Kann ich die nicht irgendwann auch selber craften? Ressourcen haben wir auf jeden Fall noch genug. Hier, große Schlangenpflanze. Kleine Tischlampe, die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Die waren nicht so teuer. Mittelgroßer roter Teppich. Opossum-Uhr mit 4 Dekorationen. Das hängen wir in ein hässliches Zimmer. Oh, war die teuer. Und hier haben wir eine ansprechende Flurlampe. Oder sehr rustikaler Kaffeetisch, der natürlich auch fürs Dekor ganz gut ist. Bescheidener Handtuchhalter. Eichenholz-Nachttisch, noch eine Willkommensmatte. Kostet nur 5, bringt 1 Dekor. Na, dann wollen wir mal die Räume damit ausstatten. So, das reicht jetzt aber. Oh, und es wird Nacht. Und da sind Bretter gespawnt. Dann passt man noch kurz die 2 Räume an und dann gehen wir schlafen und nehmen dann wahrscheinlich unsere Gäste in freudigen Empfang. Hoffentlich gefällt's ihnen. So, ich gebe mir hier echt Mühe. So langsam wird es. Ich hätte zwar gern noch einen Raum und dann noch eine neue Ebene mit noch ein paar Räumen, wenn das überhaupt geht. Ich schätze mal nicht, aber wir lassen uns überraschen. So. Mach mal die vielleicht doch durch die Räume. Wäre schon geschickt, wenn ich das rotieren könnte. Zumindest in der Ansicht. Ich drücke alles, aber es geht nicht. Lokale Karte, herauszoomen, okay. Hat nur damit zu tun. Nee, ich sehe leider echt nicht, wie das klappen könnte. Dann haben wir noch eine kleine Tischlampe. Kriegt der da oben. Und die Opossum. Die hängen wir uns hier rein irgendwie anstatt das Bärenplakat. Das Bärenplakat kriegt hier der gute Gast. Und die Opossumsuhr, die so scheiße teuer war. Ja, da hängt sie gut. Ist auch im Abstand wunderbar zu Tür und Fenster. So, schlafen können wir noch nicht, obwohl es schon dunkel wird. Dann habe ich irgendwo mich noch Bretter anblinzeln sehen. Ich glaube, das war irgendwo hier oben. Generell können wir hier oben nochmal lang schauen. Vielleicht haben wir was noch nicht entdeckt. Ja, vor allem mehr Bretter. Und hier gibt es noch ein Schild. Vielleicht kann man das lesen zu einem späteren Gebiet. Nach Kiefernwald. Das klingt so. Aber wir wollen jetzt erstmal Kiefernholz und noch nicht nach Kiefernwald. So, ich frage mich, wann wir das zweite Grundstück auf irgendwie der A24 oder so einrichten können. Müssen wir mal mit Terry Finn nochmal reden. Da hinten hat was geleuchtet oder bin ich jetzt komplett irritiert? Ich dachte, der Busch hätte geleuchtet. Ne, ich sehe wahrscheinlich schon Dinge. Phantomloot kennt man doch. Kann aber immer noch nicht schlafen. Interessant. Und Geld. Wo sehe ich mein Geld? 138, das reicht halt nicht für den kompletten Raum. Da braucht man echt Gäste für. Oder wir besuchen ganz schnell noch Mama. Die gibt mir vielleicht noch ein bisschen Geld. Oh, in der Dunkelheit nach Schwarz muss. Das kann ja nur gut gehen. Ganz schön komische Geräusche hier. Ein Alligatorenkraut. Alligatoren, wieso spreche ich das immer so komisch aus? Alligatorenkraut haben wir immer noch nicht. Ich glaube, weil ich zu viel Alligator gehört habe. Das hat sich eingebrannt. Mama, ich bin zurück. Ich brauche nochmal Taschengeld. Wer bist du denn? Annie, was machst du denn? Juckendes Fell bedeutet nur, dass man mehr Freunde hat, mit denen man Zeit verbringen kann. Das hast du schon mal gesagt, aber ich mag deine Animation. Ach, und hier ist Will. Die lassen mich anscheinend in Ruhe. Mama, ich bin pleite. Pass auf, dass du nicht mit leerem Magen losgehst. Zu viel Essen macht dich schläfrig. Zu wenig macht dich einfach dumm. Danke für den Rat. Und hast du noch hier 100 Öcken für mich? Ich glaube nicht. So. Hier kommt man natürlich auch noch nicht durch. Hey, haben die mein Zimmer schon hier platt gemacht? So, jetzt könnten wir schlafen.
Ich würde sagen, das machen wir wieder in Holzkreuzung, in unserem Etablissement. Im Haus gibt es immer was zu tun. Jeder, der dir etwas anderes sagt, hat noch nie hinter seinen Kühlschrank geschaut. Ja, zu Recht. Macht man sich ja nur unnötig Probleme damit. So, wir gehen oben rum. Für die gefühlte Verschnellerung, die wahrscheinlich nicht existiert. Vor allem haben wir dann zwei Lades. Ah, die hätten wir auch so. Na gut, ich sammle hier nicht alles auf, nur mal die Bretter. Ich will ja schnellstmöglich auch eigentlich, dass die neuen Gäste mehr Geld da lassen. Von mir aus müssten die nicht kommen, aber ihr Geld muss kommen. Also müssen wir sie wohl erdulden. So, Bushaltestelle, Bushaltestelle, Bushaltestelle. Auf den Hinweis, dass das nicht schneller ist. Holzkreuzung ist schon ausgewählt. Tja, hätte ich direkt auf Reisen gedrückt, wäre es vielleicht schneller gewesen. So, dann wollen wir mal schlafen an der Bushaltestelle, wie sich das für Bären gehört. Ah, das sieht immer so entspannt aus. So, kommt hier rein, Leute. Klo ist auch fertig. Ah, ist das nicht eine tolle Opossumsuhr? So, du hast noch ein Fragezeichen. Sieht so aus, als wäre das Grundstück in diesem Gebiet noch nicht auf der Höhe. Komm wieder, wenn ein Standard, irgendein Standard, erreicht ist. Ach, die Dialoge haben schon was. In diesem Gebiet fallen derzeit keine Arbeiten an. Das glaube ich aber nicht. Wo sind meine... Da sind meine Leute. Die tragen sich hier in der Rezeption ein und haben Angst vorm Bären. Warum denn das? Ich bin doch ganz nett. Ihr könnt auch gerne ins selbe Zimmer gehen. Dann kann ich noch einen neuen Gast einstellen. Hui, ein Bier. Ein Braunbier. Gut, dann wollen wir mal nach unten. Vielleicht können wir da tatsächlich irgendwas auch schon ergründen. Ich weiß, wir haben kein Geld. Aber schauen schadet ja nichts. Schauen schadet ja nichts. Außerdem können wir vielleicht jetzt auf die Automaten zugreifen. Sieht erfrischend aus. Das will ich doch hoffen. Was haben wir hier? Kohle, Lilie oder Holz? Als Brennstoff braucht man, glaube ich, gerade nicht. Oh, eine Tankstelle. Können wir machen. Bestätigen. Oh, die sieht doch wieder super aus. Das moderne Wasserloch für Touristen auf der Durchreise. Plus ein zusätzliche Gästeanfragen pro Tag in diesem Gebiet. Ach, das bringt es. Hat mich schon gewundert, was das Symbol da unten bedeutet. Hier kann ich doch noch gar keine Gäste aufnehmen. Das ist ja albern. Oh, das wäre natürlich klasse. Könnte ich in diesem großen Diner anfangen. Tonis Werkstatt. Keine Anleitung verfügbar. Interessant. Aufräumen können wir es auf jeden Fall schon mal. Hier respawnt hier, glaubt nichts von dem Müll innen drin, es sei denn, Menschen kommen zu Besuch. Ach, wie realistisch das Spiel in einigen Punkten ist. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, ich glaube, links wäre dann hier eine Möglichkeit, einen Mülleimer zu durchsuchen. Können wir ja nicht ausstreichen lassen. Hier. Okay, in dem Gebiet fallen auch keine Arbeiten an. Schon mal gut zu wissen. Hier, die Werkbank können wir doch reparieren. Kiefernbrett bestätigen. Und dann, hier können nun Räume errichtet und Einrichtungen hergestellt werden. Super, dann kommt so auch nochmal Geld rein. Brauchen dann natürlich auch erstmal das Kapital, um hier überhaupt Häuser reinzumachen. Aber das werden hoffentlich die anderen zwei Gäste schon da lassen. So. Hier nehmen wir noch alles auseinander, damit wir wirklich Räume schön platzieren können. Hier unten sehe ich leider nicht, ob da noch irgendwie was ist. Ich hoffe nicht, dass die das auch so geplant haben, dass man da nichts aufräumen muss. Die wissen ja, dass man die Kamera nicht drehen kann. Oder sie wissen, dass es geht und ich weiß es nicht. Was ist denn hier oben los, außer dass da noch eine schöne Couch rumsteht? Mit ganz vielen Wanzen. Naja, die Menschen müssen sich halt nicht beschweren. So. Ein Reisebericht. Quest, ein Buch mit Lederband, das vor Informationen nur so strotzt. Nehmen wir doch mal mit. Ich schätze mal, mit der alten Frau, ja, mit der haben wir schon geredet. Vielleicht hat sie ja was Neues zu sagen. Aber erstmal braucht man Steine. Und oh, eine Truhe.
Gibt's sowas auch? Eine Opossumsuhr, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht und ich geb so viel dafür aus. Naja, wir haben ja noch eine neue Lokalität. In jeder braucht man so eine schreckliche Opossumsuhr. Was war das? Wieso konnte ich damit interagieren? Ah, vielleicht nur mit dem Müll davor. Ah, das ist noch ein Außenposten von dem Opossum. Interessant. Linker Fuß, rechter Fuß, immer weiter. Deine Knochen können nicht schmerzen, wenn sie keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Das ist allerdings falsch. Na gut, ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.